Buongiorno. Jetzt fahren wir zu Susanne, Silvan und Manuel, um ihre Urlaubserfahrung hier in Marina di Venezia zu sehen. Ciao! Buongiorno. Wir sind hier in einem Bungalow Deluxe mit Familie Stampfli aus der Schweiz. Ja. Wir haben hier die Susanne, den Manuel und den Silvan. Ja. Und so wie wir in den bereits vergangenen Interviews gemacht haben, möchten wir auch von Ihnen hören, wie in dieser so besonderen Zeit, ja, wie Sie so Ihren Urlaub hier auf Marina di Venezia erleben. Wie ist das so? Also das Leben auf Marina, der Urlaub auf Marina ist wie immer für uns sehr entspannt. Wir haben uns zuvor schon einige Sorgen gemacht, wie sicherlich alle, weil gerade von Italien hörte man nicht viel Positives in den letzten 3 Monaten und so war es für uns auch. Sollen wir in unseren geliebten Urlaub fahren oder sollen wir es dieses Jahr sein lassen? Und jetzt kann ich sagen, jetzt wo ich hier sitze, kann ich sagen, zum Glück haben wir diesen Schritt gewagt und sind nach Marina gefahren, an unseren Lieblingsort. Ist es auch dein Lieblingsort, Manuel? Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön. Silvan, ich frage dich mal, wie war die Entscheidung? Also habt ihr lange nachgedacht oder war da was Besonderes, was euch motiviert hat und gesagt, ja, da fahren wir hin jetzt? Ja, eigentlich war der Sommerurlaub schon weit voraus gestrichen. Okay. Was schon, eigentlich für uns war Marina 2020 schon gestrichen. Mhm. Und trotzdem, in den Urlaub von den Kindern, Schulferien, hat man trotzdem jeden Tag davon gesprochen oder auf der Webcam geschaut, wie es aussieht, wie viele Leute sind da. Und normalerweise kommen wir mit dem Wohnwagen. Mhm. Und jetzt haben wir uns kurzfristig entschlossen, haben wir angerufen, ist es möglich, in einem Bungalow für 4 Nächte. Und die haben gesagt, kein Problem, kommt bis am Samstag, könnt ihr hier sein, okay. Ist es frei. Und dann haben wir am Samstag angerufen, am Montag sind wir zu Hause weggefahren und jetzt sind wir hier. Ach so, tak, ja, einfach schnell und... Genau. Ja. Okay, super. Und ja, ihr kommt ja schon seit einer längeren Zeit hierher, oder? Mhm, ja. Und erzählst du uns mal da, weil du kannst jetzt sicherlich vergleichen, wie ist das in den letzten Jahren gewesen und wie ist das in diesen Jahren? Mhm. Also ich bin 1974 das erste Mal nach Marina gefahren, zusammen mit meinen Großeltern und Eltern waren wir immer eine riesen Gemeinschaft hier auf dem Platz. Und der Platz sah dann natürlich völlig anders aus. Also er hatte noch keinen Swimmingpool, es gab noch nicht wirklich ein Animationsprogramm. Da gab es noch eine ganz große Spielhalle im Dorf dann, also da bei der Einkaufsstraße. Es war alles ganz anders. Und der Platz, der hat sich extrem entwickelt natürlich jetzt mit diesen allen renovierten Sanitäranlagen, mit dem Camping 2000, dass Hunde mitgeführt werden dürfen. Dann zum 60-jährigen Jubiläum die neue Einkaufsstraße und natürlich das Schwimmbad. Was gleich geblieben ist, und da bin ich wahnsinnig froh, ist der Strand. Okay. Das ist halt wirklich immer noch, trotz allem anderen Schönen, das Highlight hier auf Marina. Mhm. Der Strand, der absolut halt einfach so breit ist, wie man ihn von nirgendwo anders kennt. Wirklich schön. Ja. Gut, jetzt am Ende also von unserem Interview möchte ich euch auch fragen, das Gefühl, das ihr hier habt. Ja, es ist ja eine neue Normalität, nenne ich das, ja, weil es ist alles anders so, aber wie ist euer Gefühl, ja, wenn ihr so ins Restaurant geht, in die Bar oder auf den Kinderspielplatz, da kannst du uns mal was sagen, fühlt ihr euch sicher, wie ist so euer Gefühl, vielleicht Silvan und dann Manuel? Also wir haben das Gefühl, dass sich die Leute sehr gut an die Regeln halten, am Strand haben wir sowieso viel Platz und da halt sind die Abstandsregeln, halten da alle ein, also 5 Meter und mehr ist da überall der Abstand, wo wir jetzt waren. Mhm. Auch in der Einkaufsstraße und so sieht man, dass die Leute ausweichen. Mhm. Und in den Restaurants und im Einkaufscenter haben alle die Maske dabei und ziehen die unaufgefordert auf und desinfizieren die Hände, was ja auch überall angeboten ist. Und
Also ich denke, es ist kein Problem. Gut, danke. Wie ist dein Gefühl? Also auf dem Kinderspielplatz und so ist eigentlich überall alles tiptop. Auch die Kinder machen das auch gut und so. Die springen unten bei Rutsche auch sehr schnell weg. Okay. Ja. Und ja, so man kann auch da ganz gut Abstand halten, weil halt auch die Kinder nicht so, ja, wie soll ich das sagen? Sie machen das ganz, ja, ganz locker, oder? Genau. Gut. Bene, also ich bedanke mich sehr. Wir bedanken uns. Danke Susanne, danke Manuel, danke Silva. Ja, wir sind am Ende unseres Interviews. Also Marina di Venezia ist da bis zum 12. Oktober geöffnet. Ja. Und wer noch kommen will, wir haben auch im August jetzt noch Stellplätze und auch der ein oder andere Bungalow ist auch noch frei. So vielleicht auch wie Familie Stampfli, ganz spontan, von einem Tag auf den anderen. Ja, und los und schön. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Interview. Und ciao. Ciao aus Marina. Ciao. Ciao, arrivederci.